Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Up The Burst Plus. Nein, ich wollte keinen Isaac Run starten. Scheiße. Ich wollte einen Run machen mit Eve. Und hoffentlich funktioniert das heute. Ich habe gestern 4 Parts aufgenommen. Zumindest, ja, nice. Small Rock. Kleines Damage up. Schön. Den habe ich freigeschalten, glaube ich. Das war in einem Part, den ich nicht hochgeladen habe. Bin ich der Meinung. Wir springen mal hier. Yes. Ah, toll. Goldene Kiste. Ja, wenn man ganz viele blaue Steine springt, ich weiß gar nicht wie viele, dann schaltet man halt den Small Rock frei und der kommt halt manchmal, wenn man blaue Steine springt. Kleines Damage up, ein bisschen Speeddown, glaube ich. Wie es aussieht, auch Tears up, das wusste ich gar nicht. Aber okay. Und, ja. Ja, 4 Runs gestern versucht aufzunehmen, alle verkackt, das war so schlimm, es war so anstrengend, weiter aufzunehmen. Und ich habe es dann auch irgendwann gelassen, ein Hit bitte noch, danke. Auf Babylon, schöne Sache. Kommt, nice. Ja. Ach ja, es war schon, ey, es war, nee. Ich war so angepisst gestern von Isaac, ich hatte keinen Bock mehr Isaac zu spielen. Gestern dann halt. Ich dachte so, okay, jetzt lasse ich Isaac in Ruhe. Jetzt lasse ich es in Ruhe. Oh, kacke, das trifft nicht, oder? Nein, dein Ernst? Das war natürlich dumm. Das war natürlich dumm. Wir haben den Itemraum noch gar nicht gefunden, ne? Oh, lol. Ha. Okay, den müssen wir gleich noch suchen. Und am besten noch einen Schlüssel finden für die goldene Kiste. Aber die Runs waren aber auch gestern gemein, ey, Mann. So, manchmal keine Schlüssel bekommen. Dann hatten wir Items, die wir einfach nicht holen konnten im Devil Deal zum Beispiel. Oh, es war so anstrengend. Es war so gemein. Wir haben Breakfast. Ach, ist nicht gut gerade. Toll. Wir haben den auf Babylon-Effekt nicht mehr. Das ist ein bisschen bad. Das heißt, wir sind jetzt wieder langsam. Das ist doof. Okay, wir gucken erstmal noch hier rein. Sacrifice Room. Ah, machen wir nicht. Was ist das? Acid Tears, das ist ein geiles Item. Geil. Schlüssel? Karte, dein Ernst? Tour of Hearts auch noch. Ist das dein Ernst? Komm schon. Dann können wir es jetzt auch einsetzen. Gucken wir mal, ob hier noch... Nein, nicht hier. Hier vielleicht der Supergeheimraum ist. Ne, da kann er auch nicht sein. Ja, Acid Tears, manche Tränen von uns können Sachen kaputt machen. Aua, und explodieren, wie es aussieht. Echt? Die können explodieren? Okay. Ja, und auch Geheimräume und so... Geil. Aufmachen. Das ist gerade geil. Das ist gerade sehr geil. Wir können uns wieder zu Hure machen und Geld generieren. Das ist schön. Nice. Nice. Okay. Ja. Steine kaputt machen, Geheimräume aufsprengen, alles Mögliche. Können die Acid Tears. Das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Curse of the Lost auch noch. Ist das denn Ernte? Der Raum ist auch neu, Alter. Ich kenne so viele Räume hier nicht. Eine Bombe, das ist nett. Gegner ist nicht so nett. Da oben könnte der Geheimraum gleich sein. Komm, kaputt. Ja, nice. Alles kaputt machen. Wir sind ein kleiner Rowdy. Rowdy. Klingt logisch. Rowdy. Komm, esse Träne. Komm schon. Da, danke. Dein Ernst? Ja. Hier oben könnte der Geheimraum sein. Da ist er sogar, nice. Okay. Immer eine Trollbombe, die uns Geld gibt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Beziehungsweise uns Geld halt gesprengt hat. Dadurch, dass die Trollbombe den Keeper kaputt gemacht hat. Oh Gott. Das ist ein Trinket, was ich erstmal mitnehmen kann. Auch wenn wir keine Begleiter haben. Das bringt nämlich uns da, unsere Begleiter... Wir haben keinen Schlüssel. Dazu... dass die Begleiter halt länger oder näher bei uns dran sind. Sie werden näher zusammengehalten. Okay, wir machen guten Damage, ne? Schlüssel, nice. Gucken hier rein, okay, das ist... Toll. Ach, wir sprengen dich, komm. Wir sprengen dich für Schlüssel und Bombe. Wir können die Truhe öffnen. Das ist schön, das ist sehr schön. Wir könnten auch in den Shop versuchen reinzukommen. Mit Bomben, toll. Ich habe irgendwie Geld oder so erwartet. Nee, ich nehme dieses Item nicht mit. Das hatte ich nämlich gestern in einem Run auch. Und der hat mir meinen Run versaut. Ich wusste nicht, was dieses Item macht.
Dieses Item rerollt Dinge, also ersetzt Dinge, verändert Dinge. Entweder den Charakter, den wir spielen, ändert unsere Items oder beziehungsweise macht Items weg. Wir hatten gestern zum Beispiel kein Horn of Babylon mehr, kein Brimstone mehr, keine Sensen mehr. Geil, ne? Habe ich halt alles erst später gecheckt, nachdem ich dann halt alles verloren habe. Habe ich gemerkt, okay, hä, lol, unsere Items sind weg. Was, warum? Und dann merkte ich so, okay, das macht dieses Item. Deswegen, nö, ich nehme es nicht mit. Können vielleicht ganz gut sein, wenn man es auf der ersten Ebene findet und dann... Weiß ich nicht. Das sind scheiß Items. Obwohl? Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. Doch, doch. Doch, doch. Damit kann man was machen. Das Multibaby ist gar nicht mal so bad. Zum Bleistift. Blaue Herzchen, sehr geil. Jetzt hoffe ich, oder jetzt, ist es ein bisschen doof, dass ich den Bettler gesprengt habe, ne? Das Multibaby, wenn wir da durchschießen, werden unsere Tränen verschnellert, also mehr Shotspeed und wir kriegen mehr Damage und schießen zwei Tränen. Wir gucken in den Itemraum, Shop meine ich. Ich spreng dich mal. Und ich reroll mal. Vielleicht irgendein cooles Item, was im Angebot ist, oder die Map. Jetzt müssen wir hoffen, dass wir noch irgendwo Geld herbekommen. Da hinten waren noch in dem einen Raum ganz viele Vasen, ne? Die könnten wir eigentlich zerstören. Wir haben ja Acid-Tränen, das ist halt super. Ja, das ist halt super. Was habe ich eben gesagt mit unseren Herzen? Auf Babylon und so? Habe ich das gesagt? Habe ich das zu Ende? Habe ich meinen Gedanken zu Ende geführt? Ach, scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Mann! Was ist denn mit mir? Ich mach das mal hier so. Nice, kein Geld bekommen. Okay, wir haben jetzt 10 Münzen. Und eine Cate Room. Geil! Bitte, gib mir eine Blood Donation Machine. Das wäre super. Ja! Geil. Geil, geil, geil. Wir sind wieder hoch auf Babylon. Schön. Und können uns ein bisschen Geld generieren. Einmal gehe ich noch ran, komm. Einmal spiele ich noch. Können wir das hier kaputt machen? Nice. Schön, 2 Münzen, sehr gut. Zur Not spiele ich gleich noch einmal dran, das ist ja kein Ding. Können wir machen. Und das muss ich öffnen. Und es war ein Fehler. Toll. Super toll. Komm her. Nice, Multibaby schießen, schön. Oh, schön durchs Multibaby schießen, das ist super. Das Multibaby ist strong, Alter. Das ist ein schönes Item. Vor allem bei Hush finde ich es irgendwie ziemlich effektiv. Oder bei Gegnern, die sich halt nicht, aua, bewegen. Ist auch mega geil. Ist schon mega geil. Okay, wir hatten jetzt alles eigentlich auf der Ebene gemacht, ne? Wir clearen jetzt nochmal diese hier, die ganzen Sachen. Okay, nice. Müssen nicht mehr dran spielen, an dem Automaten. Könnte hier oben der Supergeheimraum sein, ja, ne? Gucken wir mal. Ist er aber nicht, okay. Wir haben den Boss Rush mit Eve schon gemacht. Das heißt, beeilen müssen wir uns auf jeden Fall nicht. Nicht. Was ganz gut ist, da ist der super Geheimraum, oder? Ja. Und das sind... Oh Gott. Rotes Feuer. Aua. Rotes Feuer ist gemein. Sehr, sehr gemein. Okay. Komm, wir haben so viele Bomben. Wir sprengen das einfach alles. Zack, ein schwarzes Herzchen. Cool. Geld und... Das war dumm. So viel zum Thema schwarzes Herzchen, ne? So viel zu dem Thema. Naja, okay, oh Gott. Nicht in die Falltür laufen. Das wäre dumm gewesen. Schnell die Map kaufen. Zack. Und weitergehen. So, die Map ist ein cooles Item. Ist auf jeden Fall ein cooles Item. Ich liebe die Map. So wissen wir jedenfalls, wo wir hin müssen. Hier sind Zacki-Zacki-Raum. Oh, und Geld. Und Geld. Bringt das was, wenn ich... Nein, okay. Das macht die Steine nur kaputt. Toll. Mensch. Das ist doch schon mal geil. Das ist auch geiler. Oh, Mann. Ein geiler Stuff, ne? Geiler Stuff hier. Schöner Zacki-Zacki-Raum bekommen. Schön. Nett. Geil. Also, Spinnen in den 2 Truhen ist... Also, wow.
Was Geileres kann ich mir nicht vorstellen. Das war dumm. Warum gehe ich so nach ran, Alter? Ich habe Tränen. Ich bin nicht im Nahkampf. Ah, Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob unsere Äste Tränen auch mehr Damage an Gegnern machen. Oh Gott. Okay, der ist tot. Okay. Geh weg, du Fetti. Geh weg, Steini. Steinfetti. So, super Geheimraum. Nein, okay. Hallo, Larry. Oh, ich muss aufpassen, dass meine Äste drehen. Keine Pilze kaputt machen, die mich dann vergiften. Beziehungsweise die explodieren halt. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Dann würden wir nämlich Damage kassieren. Unnötigen Damage. Geheimraum? Nein, okay. Zack. Hier ist schon der Boss? What? Haben wir einen Curse? Nee, haben wir nicht, okay. Einmal nur Caves. Gut, ich mach den Boss. Ich setz mal Schaufel ein. Schaufel kann uns halt entweder einen Weg, eine Falltür nach unten öffnen oder einen Schwarzmarkt. Also an sich ist das Item eigentlich gar nicht mal so bad. Und ich krieg zu viel Schaden, eindeutig, ne? Eindeutig. Wir bekommen sogar den Devil Deal. Mit dem Ghost Baby. Wieso habe ich das AB-Upgrade eigentlich aufgehoben? Das war... ein Fehler, würde ich mal meinen. Wir sind so langsam ohne unseren Babylon-Effekt. Super Geheimraum. Ich hab eben schon getestet, ne? Oh. Ich denke mal, da unten irgendwo ist der Geheimraum. Oh Gott. Ich hasse solche... diesen Raum eben, den hasse ich. Ich komme da selten durch, ohne getroffen zu werden. Aber ich habe es irgendwie aus irgendeinem Grund gut geschafft. Was mich gerade sehr erfreut. Aber okay. Das war doof. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Du auch. Komm, geh weg. Ach komm. Jetzt. Danke. Bloß jetzt hin. Nice. Ah, oh, schade. Komm mal her. Double Buddy. Multi Baby. Oh Gott. Okay. Oh, unsere Tränen schießen sich zu weg. Zu sehr. Danke. Da hinten komme ich natürlich nicht an. Das ist Double Charge. Oh, das ist eigentlich ein nettes Item, aber ich brauche es nicht. Spider-Mod. Spider-Mod ist schon geil, ne? Ich nehme es mit, komm. Ich nehme die Spider-Mod mit. Dann sehen wir, wie viel Leben die Gegner haben, wie viel Damage wir machen. Und manchmal kommen random Effekte von ihr. Ich habe keinen Schlüssel. Zur Not muss ich da meine Herzen riskieren, Alter. Zur Not muss ich da meine Herzen riskieren. Devil Deal hatten wir eh schon. Wenn wir jetzt blaue Herzchen finden, dann heben wir sie erstmal nicht auf. Weil dann kann ich mir vielleicht noch ein Herzchen Schaden machen. Ein rotes, damit ich den auf Babylon weg wieder habe. Aber es bringt ja eigentlich gar nicht mal wirklich was. Weil wir uns durch Plazenta wieder heilen. Oh Mann. Ist ein bisschen unlucky, ne? Okay, gucken wir in den Kampfraum. Mit einer normalen Kiste Schlüssel? Nein, natürlich kein Schlüssel. Okay, ich glaube, ich mache das gleich, dass ich da rüber renne und mir, aua, Schaden mache. Muss ich. Ich will den Itemraum haben. Ohne Itemraum wäre dumm. Ohne Itemraum wäre dumm. Komm her. Nice. Schön. Ist mein Mikro an? Alles an? Ja, gut. Huh. Da hat die Spider-Mod gerade den Gegner eingefroren. Also versteinert halt. Schön. Immer noch kein Schlüssel, okay. Wir haben noch einen Raum. Ach, an das rote Herzchen, blaue Herzchen kommen wir nicht ran, ne? Stimmt. Okay. Weg, 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 komm. Oh Gott, Steinfetti, nein! Nein! Okay. Ja gut, dann gehen wir jetzt in den Itemraum. Okay, das war scheiße. Haben wir da... Shit. Ich bin nicht schnell genug dafür, oder? Geheimraum. Geld. Was haben wir nochmal im Shop? Haben wir da ein blaues Herzchen oder so? Nee, aber wir können rerollen. Zu einem blauen Herzchen. Oder wir holen uns die Black Candle. Geil. Keine Flüche mehr. Schwarzes Herzchen bekommen. Wodurch wir uns jetzt Schlüssel und Bombe holen können. Weil eben hätte ich es nicht gepackt, ich hätte es zeitlich gar nicht hinbekommen. Obwohl hätte ich, wie es aussieht, doch. Aber egal. Und wir bekommen den D7.
Was rewollt das? Rewards? Was heißt Rewards? Ich weiß es nicht. Super Geheimraum, wo könnte der sein? Nur hier hinten, ne? Ja, nur... Da... Ne, warte mal. Beim Boss oben? Oh Gott! Hier oben ist er nicht. Hier oben kann er ja auch nirgends sein, ne? Nee. Wir sprengen mal noch hier ein bisschen. Um möglicherweise den Magic Mushroom zu bekommen. Wir haben keinen Hall of Babylon-Effekt mehr. Da wir uns gerade geheilt haben. Aber okay, scheiße. Da könnte... Ja, nur da kann er sein. Okay, gut. Wir haben ihn. Ach komm, ich nehm's mit. Wenn wir schon HP haben, also Leben haben, dann kann ich's auch mitnehmen. So, wir sind erst in Catacombs 2, Alter. What? Okay, gucken wir hier lang. Hier ist nichts. Den Raum rechts müssen wir uns gar nicht... Oh, scheiße. Müssen wir uns gar nicht angucken. Da wir... wissen wir, dass da nichts ist durch die Map. Und so. Wow. Wir kriegen ziemlich viel Leben. Das ist gerade ein bisschen bad. Ich muss mein ganzes Leben eher loswerden, um den Hauch Babylon wegzubekommen. Zack. Nein! Okay. Das blaue Herz nehme ich gleich mit. Aua. Okay. Ah, Gott. Ja, super Geheimraum, komm. Irgendwo? Nein, okay. Gimpy ist eigentlich ganz cool. Nehme ich mit. Auf jeden Fall. Wishbone. Make a wish. Was heißt das? Was macht das Item? Keine Ahnung. Schlüssel wieder bekommen, okay. Da ist der Geheimraum, das ist auch schön. Pilzen. Oh Gott, ich muss die Pilze hier sprengen, alle. Ich muss sie einfach alle sprengen. Es geht nicht anders. Okay, natürlich bekommen wir nichts aus diesen Pilzen. Rechts dürfte der Itemraum sein, denke ich. Gucken wir einfach mal rein. Zwei Bomben. Da ist der Itemraum, schön. Mit der Revenge Fly. Ne, Lost Protector, okay. Ich sollte öfter mein Space-Item einsetzen. Eindeutig. Da ist der Shop. Okay. Okay. Wir gehen rein. Mit Greed, okay, das ist super. Wir hätten uns nämlich gar nichts kaufen können. Fällt mir gerade so auf. Aber durch Greed bekommen wir jetzt Geld. Okay, ich werde zu viel getroffen. Haben nochmal unsere Devil-Deal-Chance ein bisschen erhöht. Gott, oh 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 Gott. Nice. Nein. Hier ist nichts, okay, aber blaue Herzchen, die ich haben will. Und da war ein blauer Stein, wie es aussieht. Das ist auch nett. Das springe ich auch noch. Denn mehr Bomben ist gut. Nein, da kann er nicht sein. Okay, ich wollte gerade gucken, ob da der Supergeheimraum ist, aber nein, kann er nicht sein. Oh Gott, rote Spur. Ist er vielleicht hier oben? Das könnte natürlich sein. Da? Komm, erste Träne. Nein, ist er nicht, okay. Hier kann er auch nirgends sein. Oh Gott, was? Oh lol! Das Item gibt uns auch. Gibt uns das ein random Angel Deal Item? Ist das ein Angel Deal Item, oder? Ich weiß es nicht. Okay. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir irgendwann ein Item gespawnt von dem Item. Das von dem Trinket, was wir eben hatten. Okay, nett zu wissen. Devil Deal? Nein. Something cute. Okay. Ich nehme mal das mit. Pheromone. Okay, ich nehme mal Fool mit. Fool ist ganz cool. Ha! Geil. War das nicht ein cooler Spruch? Ey, Leute, kommt. Wenn das nicht cool war, weiß ich auch nicht weiter. Nein, ich habe das halbe Herz mitgenommen. Nein, was? Oh, ich wollte es nicht mitnehmen. Ich setze Fool ein. Müssen wir jetzt nicht machen unbedingt. Okay, ich glaube, da geht's zum Boss. Wir sind so langsam, Alter. Ohne... unseren Hall of Babylon-Effekt. Oder geht's hier zum Boss? Ich weiß es nicht. Guck mal erst hier lang. Oh Gott, geh weg, geh, danke. Rote Spur, scheiße. Blaues Herzchen durch Gimpy bekommen, schön. Huppa, schon wieder getroffen worden, Alter. Aber immerhin haben wir den, haben wir blaue Herzchen. Wodurch wir
Oh Gott. Dein Ernst? Warum weiche ich da nicht aus? Sodass wir keine Devil Deal Verringerungschance bekommen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Oh Gott. Einmal eine Bombe legen. Eine Bombe legen, komm. Ja, ist okay. Das hat die Superform ein bisschen zerstört. Zumindest ein bisschen. Aua, was? Aua. Okay. Nicht chargen, nicht chargen, nicht chargen. Okay. In dem Raum haben wir, wie es aussieht, gerade den Shrink-Shot. Oh Gott. Oder den Shrink-Effekt durch die Spider-Mod, glaube ich. Komm weg. Geh weg. Nein, jetzt hat sie angezündet. Ich habe keine Ahnung, warum wir gerade den Gegner geschrumpft haben. Okay, und komm, du auch noch. Heiß. Hier könnte der Geheimraum irgendwo sein. Nein, ist er nicht. Okay. Ich hab nichts gesagt. Wieso? Habe ich gerade ein blaues... Warte. Ich habe ein rotes Herzchen aufgehoben? Okay, hier ist Itemraum und Shop. Das ist okay. So, hier... okay. Digga, bist du schnell. Wieso haben wir gerade so viel Damage gemacht? Lol. Holy Mantle! Das ist ein schönes Item. Ein sehr schönes Item. Ich mag das Item. Champion Belt. Ja. Gegönnt. Bam. Hier sind immer noch Caves. Ne, Depths 1 mittlerweile. Okay. Ach ja. Okay. Gut, stimmt. Ich habe ja Holy Mantle. Ha. Wir haben 5,09 Damage. Das ist so low. Geheimraum. Schöne Sache. Ich will wissen, was hier oben ist. Ich will das Item dort oben nicht mitnehmen. Dort links. Das war... Nein. Ich hasse dieses Item. Cursed Eye. Obwohl, wir haben keine Flüche, ne? Wir werden nicht rausgeportet. Das ist ganz okay. Ah Gott, okay. Also, Cursed Eye, wenn wir, glaube ich, den Schuss nicht aufladen gerade. Dann... Und dann getroffen werden, dann werden wir herumgeportet. Okay, ist gar nichts. Okay. Ich hätte irgendwie mit einem Special Raum oder so gerechnet, aber okay, dann nicht. Dann werden wir herumgeportet. Und es zählt als Fluch. Das heißt, da wir die Black Candle haben, ist der Fluch weg. Und wir können halt noch normal schießen. Aber wir können halt jetzt unseren Schuss aufladen und so einen Triple Shot machen. Nee, wie viel sind das? 4. 4, okay. Und natürlich 2 Superformen bekommen, dadurch, dass wir... Oh Gott. Oh Gott. Kein Damage machen, geil. Dadurch, dass wir Champion Belt haben, dadurch bekommen wir mehr Superformen. Okay. Okay. Gut, dass die kaum Leben haben. So, da, okay. Nur, oh Mann, ich will den Schwarzmarkt. Nur deswegen habe ich die Schaufel mitgenommen. Nur deswegen. Stimmt, wir haben ja Holy Mantle. Stimmt. Ist mir gerade wieder eingefallen. Oh Gott. Wir haben Holy Mantle verloren. Nein. Das ist ungemeiner Raum. Aua. Okay, 2 blaue Herzchen bekommen, immerhin. Super Geheimraum. Ja. Okay. Hey. Du. Okay, ich kann ihn. Nice. Von ihm Damage machen. Schild 4 Damage. Meine Nase kitzelt. Nein. Meine Nase kitzelt. Oh Gott, ist das... Oh, warte. Moment. Nein. Oh. Oh Gott. Oh, meine Nase hat so gekitzelt gerade. Oh. Das ist natürlich sehr geil gerade. Das ist sehr geil. Wir machen das so... Dann nehmen wir so mit und haben nur noch ein rotes Herzchen, wodurch wir nur auf Babylon durchgehend haben. Auf Babylon-Effekt. Und wir haben 9 Leben. Ziemlich, ziemlich cool. Da können wir auch kostenlos rein, dadurch, dass wir den Holy Mantle in jedem Raum wieder haben, den wir neu betreten. Beziehungsweise den wir betreten halt. Ah, you Wizard, das ist nicht gut. Hells Up will ich auch nicht mitnehmen. Ah, you Wizard ist gerade nicht so geil. Oh Gott, gut, dass ich den Holy... dass ich den... Oh Gott. Cube of Meat habe. Nice. Was haben wir hier? Nee, für eine normale Kiste mache ich es nicht.
Was ist hier? Hier haben wir auch nichts. Immer noch. Ah, you wizard. Oh Gott. Okay, wir haben nicht mehr den Are You Wizard Effekt. Oh, nice. Okay, ist hier vielleicht der... Ja, ist er. Was haben wir hier? Speed up! Oh ja. Geil. Wow. Bin ja begeistert. Warum nehme ich nicht den anderen Weg? Kann mir das jemand erklären? Nein? Okay, ich mir auch nicht. Egal. Wir hätten es auch einfach halt durchsprengen können, auf der anderen Seite rausgehen können. Dann hätten wir diesen Raum eben nicht machen müssen und diesen hier, glaube ich, auch nicht unbedingt. Aber okay. Einmal dran spielen. Los, jetzt und ich Gimpy bekommen. Und ein Nickel. Oh, geil. Einsetzen. Okay, wir dürfen nicht den Boss machen, bevor wir nicht den Dings gemacht haben. Wir sind auf der Marm-Ebene. Nicht vergessen. Okay, komm. Kommt her. Stirbt. Mann, meine Nase kitzelt gerade so übel. Das ist eklig, ey. Stein kaputt machen. Keine Bomben verschwenden, nein. Ich will das weiße Herzchen eigentlich nicht mitnehmen. Ups. Habe ich das rote halt mitgenommen. Obwohl es ja okay, wir haben ja den Horror of Babylon-Effekt mit Eve trotzdem. Weil sie diesen Effekt ja bekommt, wenn sie ein halbes Herzchen, mit einem roten Herzchen noch hat. So, wenn sie nur noch ein rotes Herzchen hat. Alle anderen bekommen den Effekt nur, wenn sie, ein halbes rotes Herzchen noch haben. Mann, ey. Meine, was ist das? Immer wenn ich Isaac spiele, juckt meine Nase. Wir haben keine Range, Alter. Keine Range. Ist hier der Shop. Okay. Itemraum müssen wir halt noch finden. Das ist auch ein... Nee, hier ist gar nicht der Shop. Oh, das ist gar nicht der Shop. Oh Gott, geh weg. Geh einfach weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Oh Gott. Die 5. Wir können die Ebene nochmal machen, ne? Das ist eigentlich eine Idee, ne? Das wird ein überlanger Part, Leute. Das wird ein übel langer Part. Nochmal ein extra Itemraum, Leute. Das ist eigentlich ganz geil. Ja, wir machen die Ebene gleich nochmal, nachdem wir Marm... Nee. Müssen wir machen, bevor wir Marm besiegt haben, ne? Außer wir finden jetzt noch irgendwas zum Rausporten. Hätten wir das Cursed Eye jetzt, ne? Also, die Black Handle nicht. Hätten wir den Cursed Eye-Effekt. Das wäre krass. Dein Ernst? Okay, wir kriegen aber gleich jedenfalls noch einen neuen... noch einen Shop. Wo diese... beiden Typen nicht auftauchen können. Greed und Super Greed. Ultra Greed. Das heißt... Könnt noch mal gucken, ob hier irgendwo eine Karte oder so drin ist. Komm schon. Komm schon. Danke. Da ist eine Karte. Hermit, nice. Okay, wir können Marm besiegen. Vielleicht einen Devil hier bekommen. Dann die uns rausporten und die Ebene noch mal machen. Schön. Gott, oh Gott. Hallo, Mom. Schön mit dem Cube of Meat ein bisschen arbeiten. Weiter mit dem Cube of Meat. Wir machen halt echt... Eigentlich machen wir keinen Damage, ne? Nice. Negativ mitnehmen, hier lang gehen. Guppy-Item. Nummer 2. Zack. Und... über die Zacken laufen, kein Problem. Schön. Ich kann nicht mehr in Zacken sterben, ey. Das ist geil. Das ist geil. Und die Ebene nochmal machen. Geil. Sehr, sehr geil. So, was haben wir hier alles? Bin mal gespannt. Vielleicht ein cooles Item am Itemraum. Okay, wir haben einen Kampfraum. Nee. Und einen Zacki-Zacki-Raum. Komm, machen wir. Verlieren wir halt ein halbes Herzchen. Ist okay. Was haben wir hier unten? Arcade Room. Ein schmaler Arcade Room. Das könnte interessant sein. Hatten wir schon mal einen schmalen Arcade Room? Ah, okay. Ich nehme das mit. Dann können wir immer noch über Stacheln laufen, auch wenn wir den Horror of Babylon Effekt, den Horror of Babylon, den Dings Effekt nicht mehr haben. Kein Geheimraum. Kein Geheimraum. Okay. Da könnte der super Geheimraum sein. Wieso haben wir gerade... Hä? Kein super Geheimraum. Schade. Und das ist Pause.
Ja, das Item pausiert einmal ganz kurz den Raum, aber das ist eigentlich... Naja. Ist jetzt nicht so geil. Also es ist halt echt nicht mal eine Sekunde oder so. Obwohl, vielleicht eine Sekunde? Ich weiß es nicht. Auch nicht der super der Geheimraum. Nirgends. Oh Gott, so viele superformende Champion Belt. Schon krass. Ich hätte es jetzt echt erwartet, dass hier der Geheimraum ist. Hier links. Aber nein, natürlich nicht. So, im Shop. Okay, das ist noch ein bisschen nützlich. Nehmen wir noch einen Schlüssel mit. Noch eine Bombe. Ne, die Bombe nicht. Scheiße. Doch, haben wir mitgenommen. Komm, stell dich dahinter. Danke. Okay. Wir haben jetzt 348 Münzen, glaube ich, im Automaten. Ist auf jeden Fall gar nicht mal bad. Sind gute Münzen. Der Automat füllt sich, Leute. Und ich spreng selten was raus eigentlich, ne? Doch, doch, ich glaube schon. So, Itemraum. War ein scheiß Item, ne? Das ist echt doof. Bisher hat sich die Ebene nicht gelohnt, nochmal zu machen. Bisher nicht. Range up, Pheromone und Ayurveda. Nö. Ein bisschen Devil Deal Chance erhöhen. Ne, haben wir schon gemacht. Scheiße, stimmt. Oh Gott, da hatte ich gerade Angst, Alter. Wären wir jetzt zum Beispiel in den Error-Raum gekommen, das wäre echt doof gewesen. Das wäre echt nicht doll. Hey. Und tschüss. Und tschüss. Wir haben ein Nahkampf-Item. Das ist schön. Diese Gegner dann zu besiegen. Zack, der platzt auf, genau. Okay, und... Okay. Sehr cool. Super Geheimraum. Irgendwie. Nein. Ah, ich stand hier. Hier muss er sein, irgendwie. Also, hier. Ja, gut, okay, doch. Okay. Ja, wir haben so viele Bomben, komm, machen wir es so. Oh Gott, ich wurde getroffen. Vom roten Feuer. Okay. Ein paar Schlüssel bekommen, okay. Bisschen Geld. Das Geld bringt uns halt nur noch was, wenn wir Money equals Power finden. Nur noch dann bringt es uns was. Aber egal. Egal, man kann nie genug Geld haben, ne? Okay, nice. Kein Devil dir bekommen, schade. Schade. Blaues Herzchen, schön. Ah. Der Bart geht schon 32 Minuten und ich bin gerade mal in der ersten Womp-Ebene. Oben rechts dürfte der Boss sein. Immer der längste Weg ist der Weg zum Boss. Ach ja, wir kriegen ja keinen Schaden von roten Spuren. Oder von Spuren allgemein. Was haben wir hier? Speed up. Stimmt, wir kriegen ja keinen Schaden von Spuren. Oh, ist das schön. Oh, ich habe Kalos. Kalos. Oh Gott, das ist gemein. Der eine wird unsichtbar, was? Ist er unsichtbar? Ne, da hinten war er gerade. Oh Gott. Da ist er. Das ist eine neue Superform. Ich wusste gar nicht, dass die ganz unsichtbar werden. Ich kannte Superformen, die halt ein bisschen unsichtbar wurden. Die man aber noch erkennen konnte. Aber das war eine neue Superform. Und vor allem so viele Superformen. Oh Gott. Champion Belt ist manchmal vom Vorteil. Das ist vom Vorteil. Alter. Schön. Jetzt haben wir Damage. Jetzt haben wir Damage. Schönes Damage. Das war immer noch nicht super geil, aber schön. Und durch unseren Quadra-Shot, sag ich mal, unseren Vierer-Schuss, ist es nochmal um einiges besser. Und Cube of Meat macht auch schön Damage. Vor allem beim Monster kann man halt gut mit Cube of Meat arbeiten eigentlich. Ist schon ganz cool. The World. Dann sehen wir den Geheimraum, der ist da unten. Ach komm, den holen wir uns noch. Den holen wir uns noch. Okay, hätte ich mal nicht gesagt, dass wir uns den holen wollen. Scheiß die Wand an, Alter. So, okay. Das Gröbste haben wir zerstört. Jetzt sind nur noch diese Scheißgegner. Oh Gott. Okay. Gut, dass wir den Holy Metal haben. Okay, noch mehr Geld. Ach, dein Ernst. Der will die Chance nochmal erhöhen, bisschen Geld droppen, keinen Schaden bekommen, weil Holy Mantle. Und hoffen, dass der Supergeheimraum hier auf dem Weg ist. Das wäre sehr geil. Hier kann er nicht sein. Okay. Noch mehr Geld, komm,
Money Quid Power, bitte. Hier? Super geheimer Raum, komm. Ja, geil. Mit 3 schwarzen Herzen, das ist super. Das ist schön. Sehr schön. Schwarze Herzen. Oh. Was hätte ich das dritte vergessen? Was? Kann ich es wagen? Hoppa. Okay, haben wir. Und haben wir. Und auf geht's. Eigentlich müssen wir den Boss gar nicht machen, weil wir die Ebene überspringen könnten. Aber ich will ja schließlich den Devil Deal haben. Hoffentlich. Oder auch nicht. Ich nehme Range ab. Range ist besser. Auf jeden Fall. Besser als HP-Upgrade. Unten rechts dürfte er sein. Der Boss. Da vielleicht Geheimraum? Ja, nice. Zack, hier lang. Warum steht in diesem Raum ein Automat? Sag mir das mal. Das ist echt... Oh Gott. Oh, Nase juckt. Boah. Okay. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Alle weg. Das ist ein schöner Run, ne? Das ist ein schöner Run. Zieht sich zwar ein bisschen, aber ist ein schöner Run. Ach nee, Batterie will ich gleich aufheben. Nach dem nächsten Raum, genau. Weil hier kriegen wir jetzt 2 Aufladungen, können unsere... Okay, können unsere Schaufel einsetzen. Und mit der Batterie unsere Schaufel wieder aufladen. Und nochmal einsetzen. Wir bekommen die Dings nach, Dings zu Satan. Und immer noch zu Satan. Mann, ich will einen Schwarzmarkt. Gib mir einen Schwarzmarkt. Oh Gott. Okay, haben wir. Nice. Ich kann noch gucken, ob hier irgendwie der Supergeheimraum ist. Da zum Beispiel. Das sieht echt verdächtig aus, ne? Was? Ist er nicht? Dann müsste er hier vielleicht. Okay, oder... Doch, könnte er sein. Hier unten. Ist aber nicht, okay. Nicht in dieses Loch hüpfen. Denn ich will ja schließlich nicht Satan, sondern Isaac machen, ne? Isaac besiegen. Oh Gott, dass ich da gerade nicht getroffen wurde. Da hat mich gerade mein Damage geschützt. Okay. Supergeheimraum? Ja, nice. Verb. Und hier bekommen wir nochmal Speed Up. Oh geil, ich liebe Speed. Speed Up ist schön. Schnell sein ist schön. Und hallo Mom. Mom's Herz meine ich. Aua. Okay, wir haben den Holy Mantle Effekt nicht mehr. Aber ist okay. Wir arbeiten ein bisschen mit dem Cube of Meat. Wenn ich hier richtig stehen würde jetzt. Okay, ich stand nicht richtig. Und wir bekommen den Devil Deal. Schön. Was? Als ob ich mit noch eine Träne getroffen hätte. Mom's Knife. Och komm, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mit, komm. Hier, Mom's Knife ist gut. Eigentlich schon. Mom's Knife ist ein nettes Item. Wir gehen zu Isaac. Wir haben genug von Tränen. Unsere Tränen sind eh nicht so stark. Und gegen Isaac müssen wir stark sein. Unten rechts auf jeden Fall. Gegen Isaac müssen wir stark sein. Aua, scheiß Pferdchen. Nein, komm schon. Komm her, Pferd, danke. Nice. Gucken. 3 rote Kisten, ich muss es machen. Oh Mann. Ist das jetzt dein Ernst? Das ist echt, das ist eine Enttäuschung. Wir müssen mal versuchen, ganz viel Leben zu bekommen. Und, oh Gott, ey, wir machen so viel Damage mit Mom's Knife, ne? Damit wir uns vielleicht noch in den Dark Room porten können. Durch den Sacrificial Room. Also wir machen auf jeden Fall die ganze gesamte Ebene hier. Oder bekommen wir einen Schwarzmarkt? Nein, immer noch nicht, Mann. Das ist nachdem wir Isaac besiegt haben. Je nachdem, wie es halt dann mit unserem Item, mit unserem Leben aussieht. Oh lol. Da ist er. Oh Gott. Ach komm, ich habe ihn immer noch nicht besiegt. Ist das dein Ernte? Jetzt aber. Danke. Blaues Herzchen, schöne Sache. Wir haben eh genug Bomben. Können hier alles sprengen. Hallo, Double Loki. Okay. Zack. Gut, dass wir den Holy Mantle haben. Ohne Witz. Ich bin glücklich über diesen Holy Mantle. Okay. Einmal kurz rausgehen und wieder reingehen. Damit wir in den Zacki-Zacki-Raum reingehen können. Okay, das mache ich. Auf. Das ist schön.
blaue Herzchen sind auch immer gut. Können wir da rausgehen. Kostenlos. Das ist geil. Das ist auch geil. Alter. Lass hier bitte ein Sacrificial Room sein, Alter. Ohne Witz. Das wäre so cool. Das wäre so cool. So einen Raum habe ich auch nicht mehr gesehen. Noch nie gesehen. Nicht mehr, hä? Noch nie gesehen. Ist auch neu. Der irgendwas zu bedeuten hat? Ich weiß es nicht. Okay, nein. Okay, sehr gut. Weiter. Das war natürlich dumm. Zack, zack. Zack und zack. Springen wir mal hier. Geld, okay. Das sind nur solche Vasen, alles klar. Hier ist der Boss, okay, alles klar. Wir haben den Boss gefunden. Ja, machen wir jetzt auch. Schade, wir haben nicht genug Damage gemacht, um Isaac die Phase zu überspringen, meine ich. Jetzt. Nice. Okay. Okay, komm, wir versuchen es weiter. Wir versuchen noch diese gesamte Ebene zu clearen. Kann hier der Geheimraum sein? Nee, kann er nicht. Kann er nicht. Oh Gott. Hier kann er auch nicht sein, weil er dann hier auf dieser Linie wäre. Und da eine der Dings ist. Wow. Nett. Oh Mann. Da ein Loch ist, kann der Geheimraum da nicht sein. Ganz einfach. Super Geheimraum. Nein, okay. Wir suchen jetzt alles. In der Hoffnung, dass wir irgendwie was finden, womit wir uns noch weiter wegporten können. Sag ich mal. Aua, Mann. Hab ich glaube mit Schwert mein Messer zerstört. Was haben wir hier? Eine goldene Kiste. Hey, kann auch irgendwas drin sein, ne? Irgendwas Cooles? Ich weiß es nicht. Ja gut, so wie sowas zum Beispiel. Ne? Sowas richtig Dolles. Ich habe hier unten nicht gesprengt. Hier könnte auch sein. Ist aber nicht, okay. Ja, gut, wir kriegen keinen Sacrificial Room, leider. Kein Opferungsraum. Nochmal zweimal Mega-Fetti, alles klar. Aua. Ich glaube, der super Geheimraum ist unten, oder? Ich kann trotzdem nochmal hier springen. Und ich glaube, hier so auf der Linie. Und hier so? Keine Ahnung. Solchen großen Räumen kann ich das nicht. Hier. Ja, dann muss der super Geheimraum unten sein. Wir kriegen nicht mal mehr unser Space-Item noch einmal aufgeladen. Mann, dein Ernst? Das ist gemein. Zack. Hä, ist er hier auch nicht? Oh, lol. Dann ist er... Oh, warte. Hier. Irgendwo. Okay, ein schwarzes Kackhäufchen. Okay. Gut, Leute, wir hatten einen schönen Run. Einen schönen, netten Run. Haben Isaac besiegt und schalten. Was schalten wir frei? Kenne ich das Ending überhaupt schon? Habe ich das schon mal gezeigt? Ich weiß es nicht. Okay. Was schreibt mir frei? Eve's Bird Food. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, sehen wir uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.